Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von The Elder Scrolls Online. Ja, ich hatte ja schon in der letzten Folge sozusagen angedroht, dass wir doch noch eine kleine Quest dazwischen schieben werden. Und zwar hier oben die Quest beim verschmähten Gipfel Stibbons Rettung. Darum hat uns die Laurent jetzt in der letzten Folge gebeten. Das werden wir jetzt dann ja machen, da sie uns so nett drum gebeten hat. Unsere Reise nach Kalthafen ist etwas aus dem Ruder gelaufen. Ich hoffe, dies erweist sich für die teure Fürstin Laurent nicht als allzu große Unangenehmlichkeit. Sie rechnet doch stets mit reibungslosen Abläufen. Ich selbst wurde von den anderen getrennt und bin in den Klauen ausgesprochen anziehender Dedra. Die Dedra sind wirklich sehr höflich, auch wenn auch etwas lüstern. Ungeachtet dessen bin ich mir nicht sicher, ob ich ihnen wirklich trauen kann. Sie halten mich in einen Turm fest. Ich werde so lange weiter Zeilen wie diese verfassen und aus dem Fenster werfen, bis ich gerettet bin. Stibbons. Ja, ich sollte Stibbons retten. So, da müssen wir hoch. Das heißt, wir müssen... Ach, da hinten ist noch so ein Brief. Genau, so eine Spur führte uns hier hoch. Ich kann mich wieder daran erinnern. Eine der Dedra, die mich gefangen gehalten, macht mir in letzter Zeit schöne Augen. Ich versichere euch, dass ich dieses Verhalten in keinster Weise erwidere. Ich habe versucht, wie ein Kavalier darüber hinwegzusehen, aber sie ist ziemlich hartnäckig. Eine zeitige Rettung erscheint immer wünschenswerter. Wie es der armen Fürstin Laurent wohl so ergeht? Hoffentlich geht es ihr gut. Ihr Kleidung ist sicher furchtbar zerknittert. Stibbons. Okay, er hat auch Probleme mit der Rechtschreibung. Dann gehen wir mal hier weiter hoch. Dich müssen wir leider mal eben beseitigen. So, dann können wir nämlich in Ruhe weiterlesen. Drasilla umwirbt mich weiterhin auf höchst zudringlicher Weise. Ich versuche ihr gegenüber abweisend zu sein, aber das scheint sie nur noch mehr in ihren Absichten zu bestärken. Es ist äußerst beunruhigend. Des Weiteren darb die werteste Fürstin Laurent mittlerweile sicher schon Hunger. Das ist doch eindeutig ein D. Das ist kein Hat. Oh Gott. Sie vergisst immer, sich um sich selbst zu kümmern, wenn ich sie nicht daran erinnere. Stibbons. Wo kommst du denn jetzt hier eigentlich her? Kannst doch nicht einfach so aus dem Nichts heraus erscheinen. So, hier ist der Eingang. Das heißt, wir kommen hier auch so nicht einfach durch. Es sei denn, die laufen uns hinterher. Das heißt, die machen wir erstmal platt. So, Partysprengung. Wir wollen Stibbons zurückholen. So, wo müssen wir denn hin? Hier sind... da ist, glaube ich, nichts zum Lesen. Das heißt, die ignorieren wir jetzt erstmal. Da oben ist was zu lesen. Ich habe Drasilla auf glasmögliche Weise wissen lassen, dass mein Herz einer anderen gehört. Sie weigerte sich, das zu akzeptieren und machte mir klar, dass sie mich schon noch bekommen würde. Ich befürchte, dass sie mich schon sehr bald zermürben wird. Das Haar meiner wertesten Fürstin Laurent ist mittlerweile sicher schon völlig verfilzt. Das Klima ist schroff und ich konnte mich seit Tagen nicht darum kümmern. Stibbons. Super. Hier müsst auch noch eben aus dem Weg. So, irgendwo hier oben müsste, glaube ich, jetzt noch mal was zu lesen kommen. Aber es stellen sich uns wieder irgendwelche Viecher in den Weg. Partysprengung. War nicht, oder? Moment. War da was zu lesen? Rettet Stibbons höher. Ja, meine ich doch. Aber das ist dann auf der anderen Seite sozusagen. Deswegen ist das hier so ein bisschen komisch. Okay. Heißt aber für uns, wir müssen trotzdem jetzt ein ganzes Stück weiter höher gehen. Das ist übrigens ein echter Turm. Nicht wie in der
vorletzten Folge, glaube ich, war es. Der Turm der Lügen, glaube ich, hieß er. Hallöchen! Nein! Doch! Der Bond ist mein! Nein, Drasilla. Du bist tot. Stibbons ist nicht dein. Stibbons! Ah, ich danke euch. Wir treffen uns am Wegschrein, gleich östlich von diesem Turm. Ich komme schon zurecht. Solange die Daedra glauben, dass ich nach wie vor zu Drasilla gehöre, werden sie mich nicht angreifen. Jo. Aber die hat ihn noch hier oben gefesselt. Also warum sollten die das dann glauben? Naja, gut. Vielleicht kann er mir das noch erklären oder so. Wir laufen einfach mal hinterher. Je schneller wir sind, umso weniger neue Gegner spawnen auf dem Rückweg. Ja, der läuft uns jetzt natürlich voll in die Quere, war klar. Hab keine Zeit. Muss gehen. Basti, kümmere dich mal um den. Ich muss Stibbons retten. Das heißt, eigentlich habe ich ihn ja schon gerettet, aber er hat bestimmt noch ein Anliegen. Zumindest zeigt mir meine Karte, meine Minimap an, dass hier noch eine Folgequest ist, wenn ich mich nicht irre. Und es kann sich nur um Stunden handeln, bis wir wieder aus diesem Turm raus sind. Oh, wie viele Etagen sind wir bitte hochgelaufen? Ah, Moment, das ist der Ausgang. Ja! Bastian, bist du noch in meiner Nähe? Ich sehe und höre dich nicht mehr. Ah ja, doch, er ist noch da. So, jetzt müssen wir erstmal irgendwie komplett runterkommen, um Stibbons zu finden. Oh, sehr schön. Manchmal lohnt sich das, nicht immer auf den Wegen zu laufen. Und wir finden ihn da, wo wir sowieso hingehen wollten. Nämlich am Wegschrein, das ist sehr gut. Stibbons. Ich danke euch, dass ihr mich gerettet habt. Noch etwas länger und wer weiß, was Drasilla von mir verlangt hätte. Ich bin froh, dass ich helfen konnte. Ich werde nie vergessen, was ihr für mich getan habt. Selbst der treueste Diener kann dem Zauber einer liebreizenden, geflügelten Daedra nur eine gewisse Zeit widerstehen. Von der Spitze des Turms aus habe ich eine Stadt gesehen. Ich werde mich dorthin aufmachen und versuchen, meine teure Fürstin Laurent zu finden. Das ist schön. Und wir haben leichte Beine bekommen. Stibbons verzierte Langhose des Gefangenen. Aus der Serie Lumpen des Gefangenen. Freiheit ist etwas Wundervolles. Ich bin sicher, dass die liebe Fürstin Laurent mich furchtbar vermisst hat. Sie ist wirklich verloren, wenn ich nicht da bin, um ihr zu helfen. Ich habe Fürstin Laurent getroffen. Ihr solltet sie in der leeren Stadt finden können. Das sind hervorragende Neuigkeiten. Die Arme ist einfach nicht dafür gemacht, sich um sich selbst zu kümmern. Sie braucht mich wirklich für alles, wisst ihr? Naja, brauchen würde ich nicht sagen, aber sie möchte ihn gerne für alles haben. Wie seid ihr in diesen Turm gelandet? Die Magiergilde warb Fürstin Laurent und einige andere Gelehrte und Schatzjäger für eine Art Mission an. Ich wurde nie in die genauen Einzelheiten eingeweiht. Auf jeden Fall ließ mich Fürstin Laurent ihre Ausrüstung packen und ihr durch ein Portal folgen. Und dann wurdet ihr von der anderen Seite getrennt? Das stimmt. Mir muss schwarz vor Augen geworden sein. Als ich sie wieder aufschlug, schwebte eine geflügelte Schönheit über mir. Sie nahm mich in ihre krallenbewehrte Obhut und trug mich hinauf zur Spitze dieses Turms. Nur, dass wir uns jetzt nicht missverstehen. Eine geflügelte Schönheit. Das kann nur so ein Illusionszauber gewesen sein, oder? Das muss schrecklich gewesen sein. Nun, es war gar nicht mal so schlimm. Drasilla war sehr freundlich für eine böse Daedra. Aber sie ist nämlich Fanatis. Muss an meinem natürlichen Charme liegen, schätze ich. Mhm. Je mehr ich mich ihr widersetzte, desto mehr bedrängte sie mich. Ich würde lieber nicht darüber sprechen, wenn es euch recht ist. Ja, natürlich. Ich sehe übrigens die ganze Zeit was leuchten. Ah, hier ist noch was zum Lesen. Ach, auch von Stibbons. Unsere Reise nach Kalthafen ist doch ziemlich ungünstig verlaufen. Ich hoffe, dass dies nicht allzu mühselig ist für die gute Fürstin Laurent. Sie erwartet grundsätzlich, dass alles reibungslos abläuft. Ich wurde von den anderen getrennt und befinde mich in den Fängen von äußerst wunderschönen Daedra. Aha. Bisher waren die Daedra höflich, wenn auch ein wenig lasziv.
Dennoch bin ich nicht sicher, ob ich ihnen voll vertrauen kann. Sie halten mich in einen Turm gefangen. Ich werde weiterhin diese Nachrichten verfassen und sie aus dem Fenster werfen, bis mich jemand rettet. Stibbons. Ja, über guten Geschmack lässt sich ja bekanntlich streiten, aber sind wir mal ehrlich, wer so geflügelte Dedra als wunderschöne geflügelte Wesen beschreibt. Naja, wir werden noch in der Zukunft mehr Sachen kennenlernen, wo wir feststellen, dass Stibbons nicht so ganz koscher ist, um das mal vorsichtig auszudrücken. Aber ich will jetzt hier auch nicht spoilern, deswegen... Heute ist die Folge leider sehr, sehr kurz geworden. Aber wirklich kurz geworden im Vergleich. Aber ich werde sie trotzdem hier erstmal beenden. Ja, damit das immer so ein bisschen kapitelmäßig, sage ich mal, verläuft. In der nächsten Folge werden wir jetzt auf jeden Fall mit der Hauptquest weitermachen. Wir werden uns in der leeren Stadt treffen und dann werden wir Kriegsrat halten, beziehungsweise... ja, alles machen, was dann danach noch so auf uns zukommt. Ich denke, dass die Folge wahrscheinlich auch ein bisschen Überlänge haben wird. Deswegen ist es vielleicht auch ganz gut, dass die jetzt hier nicht ganz so lang geworden ist. Ich bedanke mich erstmal fürs Zuschauen und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.